klang das so. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist vom Tisch. Es gab keine massenhaften Grundrechtsverletzungen amerikanischer Geheimdienste auf deutschem Boden. Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Das war vor einem Jahr. Da vertraute Angela Merkel dem großen amerikanischen Freund noch grenzenlos. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hatte 4 Wochen zuvor der Welt erzählt, dass die NSA weltweit private Daten ausspioniert. Bei seinem Besuch in Berlin im gleichen Sommer dementiert dies der amerikanische Präsident persönlich. Man versichert sich der gegenseitigen Freundschaft. Später kommt raus, sogar das Handy der Kanzlerin wird abgehört. Obama reagiert Anfang des Jahres. Er verspricht mehr Transparenz und dass er die Ausspähung von verbündeten Regierungschefs stoppen würde. Seit letzter Woche wissen wir, es gab sogar einen Doppelagenten im Bundesnachrichtendienst. Nun sagt der Bundespräsident, jetzt reicht's. Und die Kanzlerin, die Geheimdienste sollten nicht alles tun, was machbar ist, sondern sich bei ihrer Arbeit auf das Wesentliche konzentrieren. Konstantin von Notz, Sie sitzen im Innenausschuss, Sie sind Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss. Wenn Sie sich diese letzten 12 Monate anschauen, hat die Bundesregierung in Ihren Augen jetzt endlich den Ernst der Lage verstanden? Nein, die Bundesregierung hat es monatelang schleifen lassen. Das einzige große Thema für Frau Merkel war eigentlich ihr eigenes Handy. Die 80 Millionen anderen Handys und E-Mail-Accounts, die hier total überwacht werden, waren eben kein Thema. Und jetzt hat man 1 bis 2 Spione, vielleicht noch sehr viel mehr, in den eigenen Ministerien und Behörden sitzen. Und jetzt regt man sich darüber auf. Und das ist natürlich auch ein Affront, der seinesgleichen sucht. Aber der Skandal ist eigentlich die anlasslose, massenhafte Überwachung, die alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land betrifft. Herr Altmaier, Sie kannten diesen Satz von Ihrem Vorgänger Ronald Pofalla. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung ist vom Tisch. War das auch eine große Dummheit, das so zu sagen? Wir haben seither sehr viel Neues erfahren. Aber das, was er damals gesagt hat, das war und ist nicht widerlegt. Denn Totalüberwachung und Ausspähung bedeutet, dass jedwede Kommunikation erfasst und überwacht wird. Dafür gibt es weder einen Beweis noch einen Hinweis. Wir haben allerdings eine ganze Reihe von offenen, ungeklärten Fragen. Und ich finde, dass es notwendig war, dass wir diese Fragen auch versucht haben zu klären. Zum einen mit denen, die durch die Veröffentlichung der Snowden-Papiere in die Kritik geraten sind. Das heißt, die amerikanischen Partner. Wir haben festgestellt, dass wir auf viele von diesen Fragen keine zufriedenstellenden Antworten bekommen haben. Und das war auch ein Grund dafür, dass die Bundesregierung, so wie es ihre Pflicht ist, dann auch eine deutliche Sprache gefunden hat. Das würden wir im Übrigen auch machen gegenüber jedem anderen befreundeten oder nicht befreundeten Land, wo wir auf ein ähnliches Problem stoßen würden. Denn wir haben die Aufgabe, die Privatsphäre unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und deshalb müssen wir jedem Verdacht nachgehen. Ganz egal, ob es der Nachrichtendienst eines Freundes oder eines Neutralen oder eines Dritten ist. Nun haben es natürlich, irgendwie auch schon hat es ein paar Anhörungen im Untersuchungsausschuss gegeben, Frau Domscheit-Berg. Auch ehemalige CIA-Mitarbeiter und ehemalige NSA-Mitarbeiter haben sich geäußert zu dem Umfang der Spionage, die die amerikanischen Dienste hier betreiben. Und es gibt einen Bundespräsidenten, Joachim Gauck, der wie Sie aus der ehemaligen DDR kommt und sagt, jetzt reicht's. Glauben Sie, dass diese Worte in Amerika gehört werden? Also bis jetzt erfahren die USA von unserer Bundesregierung eigentlich immer nur Signale, die so eine sanfte Empörungswelle sind, wo man nur bis 10 zählen muss und dann ebbt sie wieder ab. Aber es passiert nicht viel. Es sind in der Tat viele Fragen gestellt worden. Aber unsere Bundesregierung lässt sich gefallen, dass diese Fragen seit einem Jahr unbeantwortet bleiben. Sie lässt sich gefallen, dass sie angelogen wird. Und in unserem eigenen Land wird leider nicht gleich viel für die Aufklärung getan, ob es jetzt nach Merkels Handy geht oder um die 80 Millionen, die Konstantin von Notz erwähnt hat. Es gibt genau 3 Verfahren vom Bundesstaatsanwalt, eines wegen Merkels Handy und es wird wegen dieser beiden aufgedeckten Spione ermittelt. Es wird immer noch nicht ermittelt wegen der Überwachung von 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Es ist nicht richtig, dass das gleich behandelt wird. Es ist einfach nicht wahr. Nein, und müssen Sie aber auch wissen, dass die Bundesanwaltschaft... Applaus
Der Generalbundesanwalt empfängt keine Weisungen von der Bundesregierung, sondern der verrichtet seine Arbeit in eigener Zuständigkeit und er leitet dann ein Ermittlungsverfahren ein, wenn aus seiner Sicht hinreichende Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. Und ich denke, dass man die Justiz und ihre Arbeit respektieren muss. Und dass es inzwischen mehrere Ermittlungsverfahren gibt, das zeigt, dass diese Justiz in Deutschland funktioniert. Aber wenn ich ganz kurz einhaken darf, bei der Massenüberwachung, die Sie ja bestreiten, wenn ich das richtig verstehe, immer noch. Sie haben ja gesagt, es gebe da keine Hinweise drauf. Es gibt massenhaft Hinweise auf diese massenhafte Überwachung. Und der Umstand, wie die Bundesregierung darauf reagiert hat, sie hat sich hinter einer Klausel versteckt. Nämlich auf deutschem Boden würde deutsches Recht eingehalten. Das war die Klausel. Und die ist natürlich in Zeiten eines globalen Internets massiv unsinnig und einfach vernebelnd, wenn eben zum Beispiel auch der GCHQ, die Briten, aber eben auch die amerikanischen Dienste an den Netzknotenpunkten eben allen E-Mail-Verkehr abfangen, dann mag zwar auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten werden, aber unsere Grundrechte werden eben trotzdem massiv verletzt. Und deswegen war das eine Vernebelungstaktik. Und ich wäre froh, wenn die Bundesregierung mal beginne, endlich da Tacheles zu reden. Wenn wir aus der Schick, der an entscheidender Stelle im Kanzleramt unter Helmut Kohl gearbeitet hat, noch mal danach fragen, Herr Telschik, jetzt wird also der Chef der CIA in Deutschland offiziell ausgewiesen, nur um das historisch einzuordnen. Hat es sowas jemals gegeben, dass ein Brite oder ein Franzose oder ein Deutscher oder ein Amerikaner von einem NATO-Partner offiziell des Landes verwiesen wurde? Also meines Wissens nach ist es zumindest in Deutschland ein einmaliger Vorgang. Er war aber nicht ausgewiesen. Er wurde eingeladen, das Land zu verlassen. Er wurde eingeladen, das Land zu verlassen. Das ist die hohe diplomatische Note. Das ist den Diplomaten bezahlen. Es ist das Signal, jetzt reicht's. Nicht? Politische Geste. Nicht? Gut, ob man so weit bereits gehen musste, ist eine andere Frage. Also zu meiner Zeit hätte man erst verschiedene Leute, Mitarbeiter nach Washington geschickt. Also angefangen von den für die Sicherheitsdienste zuständigen Abteilungsleiter im Kanzleramt. Dann gibt es ja jetzt einen Staatssekretär für Sicherheitsfragen im Kanzleramt. Dann hätte man den Chef vom BND gesagt, sprech mit deinen Kollegen. Bis hin, dass der Kanzler gesagt hätte, Telschik, jetzt fährst du ins Weiße Haus und sprichst mit deinen Spezies und redest offen und deutlich über diesen Vorgang. Und wenn das alles noch nicht geholfen hätte, ich meine, der Außenminister hat ja auch mit dem amerikanischen Außenminister gesprochen, am Ende reicht auch ein Telefonat der Bundeskanzlerin nicht. Sie muss schon vor Ort mal mit dem Präsidenten reden. Das hat sie einmal getan, hat diesen CIA-Vorgang nicht verhindert. Aber das ist ja auch eine törichte Geschichte. Ich meine, Sie können nicht verantwortlich sein für jeden einzelnen Mitarbeiter von CIA oder BND, wie blöd die sind. Nicht? Also es gibt ja über CIA Witze, nicht? Die man sich erzählt, wie töricht und wie schlicht sie manchmal agiert. Und agieren. Im Zweifel gibt es auch sowas auf der BND-Seite. So richtig lustig ist nur deshalb diese Geschichte nicht. Es gibt also einen Doppelspion im BND. Es wird vermutet, dass es noch andere Spione in anderen Ministerien gibt. Von einem im Verteidigungsministerium war noch die Rede, das wird sich wahrscheinlich nicht erhärten. Die Presse spekulierte am Wochenende, dass es noch ein Dutzend mehr sein können. Was glauben Sie? Frau Hillner, John war Botschafter der amerikanischen Regierung in Deutschland. Richtig. Er hatte Zugang zu allen Spitzenpolitikern in der Bundesregierung, wenn es wichtig war, bis zum Bundeskanzler. Er konnte mit jedem reden. Hat er mehr erfahren als jeder Agent an jeder Stelle hier in der Bundesrepublik. Also das heißt, die Vertrauensbeziehung zwischen USA und uns war so eng, dass wir wirklich offen miteinander gesprochen haben, ohne Öffentlichkeit. Aber wir waren interessiert zu hören, was die amerikanischen politischen Entscheidungen betraf.
Und umgekehrt wollten die wissen, was wir vorhaben. Denken Sie an die deutsche Einheit. Mhm. Wir haben da wirklich im Detail das miteinander besprochen. Das wusste kein Verfassungsschutzbeamter, das wusste kein BND-Mitarbeiter. Ja. Was wollen Sie dann über CIA abschöpfen? Mhm. Das fragen wir uns auch. Und trotzdem noch mal die Nachfrage an Herrn Altmaier. Diese Vermutungen sind im Raum, dass es Spione der CIA auch noch in anderen deutschen Ministerien geben kann. Können Sie da Entwarnung geben? Nein, ich gebe keine Entwarnung und ich sage nichts, was ich nicht nachweisen kann. Aber wir haben die Aufgabe, dem nachzugehen. Und wenn wir solche Spione finden sollten, egal für welches Land, auch wenn es Freunde sind, dann werden die von der Staatsanwaltschaft und von den deutschen Gerichten so behandelt wie jeder andere auch, der gegen das Strafgesetzbuch verstößt. Ich bin im Übrigen ganz wie Herr Telschick der Auffassung, wir haben so viele internationale Krisen. In der Ukraine, im Irak, in Syrien. Und wir haben eigentlich allen Grund, unsere Kräfte zu kombinieren im Kampf gegen internationalen Terrorismus und sollten uns unter Freunden nicht gegenseitig das Leben schwer machen. Das gilt für die Nachrichtendienste. Das haben wir mit unseren Nachrichtendiensten auch so vor vielen Jahren schon geregelt. Kann man es aber weiter bei diesen Appellen belassen, Herr Altmaier? Das ist doch die Frage. Kann man es weiter bei diesen Appellen belassen und darauf hoffen, dass sich wirklich was ändert? Nein, wir haben ja reagiert. Wir haben ja reagiert. Herr Telschick sagt, man hätte Gespräche führen müssen. Glauben Sie mir, wir haben alle diese Gespräche geführt. Ich bin selbst jemand, der sehr pro-amerikanisch seit vielen Jahren denkt und saß mit John Kornblum in einer Talkshow am 9. September 2001, als das Attentat verübt worden ist. Nur, wenn ich Ihnen zeige, die Liste von allen Gesprächen, die wir geführt haben, vom E-Mail-Verkehr, Telefongespräche, bilaterale Begegnungen, auf allen Ebenen, von ganz oben bis zur Arbeitsebene. Mhm. Nicht alle dann, aufzählen? So, dann haben wir das getan, was wir unserem Partner schuldig sind. Mhm. Und als wir festgestellt haben, dass wir keine Hilfe bei der Aufklärung bekommen, haben wir uns zu diesem Schritt, der schwerwiegend ist, veranlasst gesehen. Und ich glaube, dieser Schritt war richtig. So, dann müssen wir jetzt noch mal ganz schnell Herrn Kornblum fragen. Herr Botschafter, wenn wir jetzt diesen obersten Spion in Deutschland nicht ausweisen, sondern wir laden ihn ein, zu gehen. Das soll heute geschehen. Er ist ein Partner. Das soll heute geschehen. Jeder wusste, wer er war. Der war kein Spion. Wissen wir das dann verbrieft? Und wie geht es danach eigentlich weiter? Naja, wir können das den ganzen Abend diskutieren, wer spioniert etc. Aber der Punkt hier ist was anderes. Ich bin eigentlich froh, dass es so weit gekommen ist. Mhm. Weil ich rede und schreibe seit 10 Jahren, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren. Das ist keine Kritik an irgendwelchen Politikern, sondern besonders nach 9/11, die Psychologie der Amerikaner ist in eine Richtung gegangen und die Psychologie der Europäer ist in eine andere Richtung gegangen. Und das war kein Geheimnis, jeder könnte das sehen, aber die Politik hat nicht darauf reagiert, muss ich ehrlich sagen, weder in Europa noch in Amerika. Und so, man hat sozusagen so eine Scheindiskussion geführt. Mhm. Die richtigen Kontakte in der NATO zum Beispiel sind fast ausgetrocknet. Die Diskussion und auch die Empörungen, es gibt in den letzten 10 Jahren in Deutschland mindestens ein 30 große Empörungen über Amerika. Und jedes Mal war die Freundschaft zu Ende und irgendwie waren die dann nachher wieder da. Mhm. Das heißt... Und darauf hoffen Sie jetzt auch. Die Frage ist, geht es so weiter wie bisher? Und der Punkt ist... Natürlich wird es so weiter wie es her, weil hinter dieser Kulisse ist die Integration, die Vernetzung über den Atlantik immer mehr geworden. Also wir können mit ohne einander nicht leben. Die Frage ist nicht das, sondern die Frage ist, ich glaube, es ist endlich Zeit, dass man versteht, dass die Grundlagen der Beziehung und auch die Psychologie anders geworden ist. Und die interessante Entwicklung, das könnte ich Ihnen belegen, wenn Sie wollten, ist, wenn man die öffentliche Meinung in Amerika hört, ist man mehr auf der deutschen Seite als auf der amerikanischen Seite. Die Bevölkerung in Amerika will eine Sicherheitspolitik haben, die eher wie in Europa ist und nicht wie nicht früher wie in Bush Amerika. Frage geht an Frau Domscheit-Berg, wird die Bundeskanzlerin genug politisches Gewicht haben, um die Amerikaner jetzt davon zu überzeugen, dass sie ihre Praxis in Sachen Datensicherheit verändern muss und auch ihre Spionagepraxis? Also sie könnte sie möglicherweise haben, sie nutzt sie aber eigentlich überhaupt nicht. Eine Maßnahme, von der ich glaube, dass sie wirklich eine Maßnahme wäre, die Gewicht hätte und zeigt,
dass unsere Regierung auch Rückgrat hat, wäre, Edward Snowden zum NSA-Untersuchungsausschuss einzuladen und damit die gesetzlich vorgeschriebene Amtshilfe zu leisten, auf die der NSA-Untersuchungsausschuss schon seit geraumer Zeit wartet und die von der Bundesregierung nach wie vor blockiert wird. Es geht in der Tat nichts über persönliche Kommunikation, erst recht nicht bei der Anhörung eines Zeugen. Den kann ich in so einem Fall explizit nicht über Telefon, Skype war ja auch mal im Gespräch, oder irgendwelche anderen Kommunikationskanäle befragen. Das geht nicht. Er ist dort nicht sicher. Er kann nicht frei sprechen. Und wenn ich hier ein sehr komplexes Problem habe, muss ich jedes Mittel nutzen, das Problem erstmal in all seinen Details zu verstehen. Mhm. Unter anderem, dass wir tatsächlich eine totale Massenüberwachung haben, die ja Herr Altmaier noch bestreitet. Das kann uns Edward Snowden anhand seiner Unterlagen ganz haarklein erklären, hier im Bundestag im Untersuchungsausschuss. Herr Altmaier, warum ist die deutsche Regierung... Warum ist die deutsche Regierung so zögerlich, das wenigstens zu erwägen? Das entscheidet nicht die deutsche Regierung, das entscheidet der Untersuchungsausschuss. Und der Untersuchungsausschuss hat mit einer ganz breiten Mehrheit von der CDU, CSU und SPD beschlossen, dass er Herrn Snowden einlädt, über Video die Fragen des Ausschusses zu beantworten. Dieses Angebot steht im Raum. Und ich kann auch das Argument nicht verstehen, dass er in Moskau nicht sicher ist. Er hat dort einen Asylstatus. Und ich glaube nicht, dass man sich in Moskau irgendwo aufregt, wenn er etwas sagt, was für Amerika oder für Deutschland oder irgendein anderes Land in diesem Zusammenhang nachteilig wäre. Also er kann alles dort sagen und wir sind an allem interessiert. Aber die Aussage, er kann es nur tun, wenn er nach Deutschland kommt, hat den Untersuchungsausschuss bisher nicht überzeugt. Und die Regierung auch, sonst hätte sie das Asylverfahren natürlich nicht abschlägig beschieden. Herr von Notz, die Argumente dagegen sind, Snowdens Dokumente sind veröffentlicht. Seine Dokumente sind auch nicht mehr in seiner Hand, sondern er hat sie vertrauten Journalisten gegeben. Wozu muss man ihn unbedingt persönlich hier in Berlin oder in Deutschland haben? Ein Untersuchungsausschuss funktioniert wie ein Gerichtsverfahren und Edward Snowden wird als Zeuge geladen. Und jeder, der ein Gerichtsverfahren schon mal verfolgt hat, wird feststellen, dass es nicht entscheidend ist, welche Dokumente ein Zeuge mitbringt, sondern was er zu sagen hat. Mhm. Und dass Edward Snowden ein interessanter Zeuge ist, da habe ich noch niemanden getroffen, der das angezweifelt hat. Wenn im Bundeskanzleramt nicht bekannt ist, dass er in Moskau nicht aussagen kann und nicht aussagen will, dass er das selbst bestätigt hat, sein Anwalt das bestätigt hat, Wladimir Putin das öffentlich bestätigt hat. Also wie genau will man es denn haben? Und es steht im Gesetz, wie ein Zeuge vernommen werden soll. Das steht im Gesetz. Sie können im Gerichtsverfahren auch nicht sagen, ja, wir würden gerne den Zeugen XY per Videoschalter aus Moskau dazu holen. Der hat vor Gericht zu erscheinen und wir haben den anzuhören und anzugucken und sozusagen das Gesamterscheinungsbild zu betrachten. Es ist eine Verhinderungs- und Vernebelungstaktik, die die Bundesregierung fährt. Und ich sage Ihnen, das fällt Ihnen auch noch auf die Füße, Herr Altmaier. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung, die Sie haben. Da steht im Grundgesetz, die Bundesregierung ist dem Untersuchungsausschuss, dem Parlament zur Amtshilfe verpflichtet. Und Sie dürfen keine abwegigen Argumente ins Feld führen, bestimmte Zeugen nicht zu hören. Wir beraten übrigens, weil das immer so ein Diskussionspunkt ist, nicht die Extrawurst für Edward Snowden. Wir haben über 100 Zeugen benannt. Die kommen alle nach Berlin vor den Untersuchungsausschuss und Sie wollen eben, dass er nicht nach Berlin kommt, aus völlig merkwürdigen Gründen. Ich glaube inzwischen sogar, weil man Sorge hat, was er sagen könnte und das ist kein legitimer Grund. Ihre Reaktion? Die Bundesregierung hat ein hohes Interesse, dass dieser Untersuchungsausschuss seine Arbeit erfolgreich machen kann. Wir arbeiten mit dem Untersuchungsausschuss und mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Nachrichtendienste kontrolliert, enger zusammen als jemals zuvor. Und ich kann das beurteilen, weil ich seit vielen, vielen Jahren damit zu tun habe. Auch zu rot-grünen Zeiten übrigens, wo wir viel weniger erfahren haben von der damaligen Bundesregierung und den damaligen Ministern. Und der Untersuchungsausschuss hat uns Fragen gestellt zum Thema Aufenthaltsrecht, zum Thema Asylanspruch, zu vielen anderen Fragen, die haben wir beantwortet, so wie das unsere Pflicht ist, weil wir zur Amtshilfe bereit sind. Und der Ausschuss hat anschließend mit Mehrheit seine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung müssen auch Sie akzeptieren, denn das waren die Wählerinnen und Wähler, die für diese Mehrheit gesorgt haben. Und die Grünen haben ihr Gegenkonzept präsentiert, sind aber leider nicht so stark geworden, wie sie es gerne gehabt hätten. Das werden wir sehen, Herr Altmaier, aber wir werden ja wahrscheinlich klagen in der Sache und dann werden wir gucken, wie es rechtlich
rechtlich genau steht. Aber ich will vielleicht noch mal einen Gedanken eben von Herrn Kornblum und Herrn Telschik damit verbinden, warum das wichtig ist, Snowden zu hören. Ich glaube, dass das richtig ist, was Herr Telschik sagt, dass sich eben vor 10 Jahren, 15 Jahren die Dinge anders dargestellt haben als heute. Und ich stimme Ihnen auch völlig zu. In der schwierigen Situation, die wir nun mal weltweit haben, ist es gut, eine gute transatlantische Freundschaft zu haben. Aber es haben sich eben Dinge verschoben. Und die Strahlkraft dieses transatlantischen Verhältnisses ist die Wertegemeinschaft. Und wenn wir massenhafte anlasslose Überwachung haben, 25 Jahre nach dem Ende der DDR in Deutschland, dann stimmt etwas mit dieser Wertegemeinschaft nicht. Und darüber müssen wir reden. Ich glaube ja, dass man da zu einer gemeinsamen Basis Common Ground finden kann. Aber dazu gehört, dass man aufdeckt, aufklärt und eben alles auf den Tisch legt. Und dazu muss man Edward Snowden Frage in Deutschland hören. An einmal Horst Telschik und an den Botschafter Kornblum. Herr Telschik, wäre das der größte vorstellbare Affront, wenn Deutschland tatsächlich Edward Snowden hier in Deutschland hört? Es wäre zumindest ein Affront. Und er würde das Problem weiter verschärfen in den Beziehungen zwischen Washington und Berlin. Und ich bin der Meinung, wir haben kein Interesse an einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen. Und im Übrigen, was erfahren wir denn von Herrn Snowden? Dass millionenfach abgehört wurde. Das ist schon in den USA selbst in den 70er Jahren diskutiert worden. Dass Millionen von Amerikanern abgehört worden sind. Und der Kongress hat darauf reagiert. Und damals hat der Kongress eine Entscheidung getroffen, dass nur mit richterlicher Genehmigung abgehört werden darf. Das heißt, die Amerikaner schaden sich auch selbst und betreiben auch in ihrem eigenen Land Rechtsbruch. Ja, natürlich. Das ist ja dann nach 9/11 ist das ja im Prinzip politisch aufgelöst worden, nicht? Dieses richterliche die richterliche Sie sagen, es wäre gar nicht notwendig, Edward Snowden hier zu hören? Nein, wir wissen doch, dass die Amerikaner aufgrund ihrer technologischen Dominanz weltweit alles mithören können, wenn sie es wollen. Mhm. Also, was erfahren wir zusätzlich von Snowden? Ist das auch Ihre Haltung, Herr Kornblum, zu sagen, er würde eigentlich nicht noch zusätzliche Informationen liefern? Oder sagen Sie, es wäre dann tatsächlich ein fundamentaler Bruch in der Beziehung zwischen Deutschland und Amerika? Ja, beides wäre wahrscheinlich der Fall. Dass er nichts zu sagen hat, das hat Herr Telschik ganz genau richtig gesagt. Und wenn er auch mehr was zu sagen hat, er würde es frisieren, sodass es genau in die hoffnungsvollen Ohren von verschiedenen Menschen hier fallen würde. Mhm. Aber ich würde auf der einen Seite vielleicht mich freuen, wenn er kommen würde, weil wir haben einen Auslieferungsvertrag mit Deutschland. Und dann könnten wir ihn erfassen und dann würde er hingehen, wo er gehört, vor ein Gericht in den Vereinigten Staaten. Herr Kornblum, wenn ich da mal einhaken darf, diese zynische Haltung, ja, diese zynischen Sätze, ich empfinde das so, ja, na ja, die das sind das, was das deutsch-amerikanische, ja, vielleicht ist das unser aller Problem, ja, was das Verhältnis eben schädigt im Augenblick. Und dass jemand wie Edward Snowden, ja, wahrscheinlich hat er sogar Gesetze gebrochen. Aber in Deutschland nennt man das zivilen Ungehorsam. Dass man, wenn massenhaft Verfassungsrecht gebrochen wird, dass man eben durchaus auch Gesetze brechen darf, um das öffentlich zu machen. Edward Snowden sagt, was ist. Ja, er sagt, was passiert. Was ist denn darin das große Verbrechen in einem, ich sag mal, Wertekanon, der die Freedom of Speech, die Meinungsfreiheit nach vorne stellt? Und deswegen kann doch niemand von uns zufrieden sein im Jahr 2014, dass ein Mann wie Edward Snowden beim Despoten Putin Unterschlupf finden muss. Diese PR-Aktion für Putin, die hätten wir uns wirklich sparen können. Zwei schnelle Punkte. Erstens, die Vereinigten Staaten sind seit 400 Jahren eine Demokratie. Wir haben viel, viel mehr Erfahrung, auch mit zivilen Ungehorsam, als jede andere Stadt in Europa. Das Prinzip, das von Martin Luther King, auch von Daniel Ellsberg, der eine ähnliche Sache gemacht vor 40 Jahren, war da zu stehen und für sein Tun vor dem Gericht stehen und sich Martin Luther King zu verantworten. Martin Luther King war 8-9 Mal im Gefängnis. Und jedes Mal hat er gesagt, ich gehe natürlich ins Gefängnis, weil ich für meine Prinzipien arbeite. Snowden hat genau das Gegenteil gemacht. Er ist in ein Land gegangen, der gerade jetzt nicht gerade demokratisch ist und sogar Krieg gegen seinen Nachbarn führt. Meine Werte sind eine sehr wichtige Sache.
Aber da muss man ein bisschen darüber im Klaren, was sie bedeuten. Und ein bisschen in dieser Debatte in Deutschland vermisse ich eigentlich ein richtiges Verständnis für Werte. Werte sind nicht, wenn man sagt, wenn du nicht meine Meinung bist, sind wir nicht mehr Freunde. Mhm. Sondern Werte sind, wenn man Gesetze hat, wenn man die Gesetze durchführt und wenn man sicherstellt, dass alle Schütze und alle Prozeduren durchgeführt worden. Und das würde auch passieren im Fall von Herrn Snowden. Werte sind aber nicht, wenn ein befreundetes Land wie Deutschland sagt, einer der riesen Vertragsbrüche, riesen Gesetzesbrüche in Amerika getan hat, dass sein Land sehr geschadet hat, dass er für uns ein Held ist. Ist die amerikanische Sicht nicht nachvollziehbar, Frau Domscheit-Berg? Und haben wir dann einfach definitiv eine andere oder haben wir sie nicht? Die ist natürlich nicht nachvollziehbar und findet auch bei der amerikanischen Bevölkerung gar keine Meinungsmehrheit mehr. Es ist aber insbesondere falsch zu sagen, dass wir Edward Snowden ausliefern müssten. Es gibt längst ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das in ganz vielen unterschiedlichen Punkten nachweist, dass eben keine Auslieferung notwendig wäre. Mhm. Es gibt dafür unterschiedliche Gründe, unter anderem, weil er als politisch Verfolgter gilt und politische Flüchtlinge brechen fast in jedem Einzelfall irgendwelche Rechtslagen in ihren jeweiligen Herkunftsländern. Das liegt in der Natur der Sache. Dass Sie Martin Luther King als Beispiel zitieren, finde ich also schon ein bisschen makaber, denn es würde ja heißen, dass es toll war und rechtlich, ihn damals für seine Werte ins Gefängnis zu stecken. Nein, und ich sagte, er war bereit, ins Gefängnis zu gehen. Sie fanden es gut, dass er das gemacht hat und gut, dass er ins Gefängnis gegangen ist. Genau das wollen wir verhindern. Wir wollen nicht, dass jemand, der Whistleblower ist, er ist nicht bereit, ins Gefängnis zu gehen. Das soll er auch nicht. Deswegen das ist genau der Punkt. Das möchte ich gerne zu Ende führen. Ich möchte, dass ein politisch Verfolgter, ein Whistleblower, der Gesetzesbrüche weltweit, die eine Gefährdung unserer Demokratien offengelegt hat, dass der bei uns auch Prozeduren verfolgen kann. Denn Asylrecht ist ein Menschenrecht. Es ist nicht okay, wenn er dafür in den USA ins Gefängnis geht. Und deshalb gehört ihm unser Schutz. So einfach. Ich finde, Frau Kollegin und lieber Kollege Konstantin von Notz, dass man es sich so zu einfach macht, weil die Dinge so einfach nicht sind. Wenn beispielsweise in der Schweiz oder in einem anderen Land ein Bankangestellter uns eine CD anbietet mit Informationen über deutsche Steuerbetrüger und dann nehmen wir diese CD und klären das auf, weil dadurch deutsches Recht geschützt werden kann und die Steuerhinterzieher auch bestraft werden können. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Mann dann automatisch einen Anspruch auf Asyl in Deutschland hat, wenn die Schweiz ihn wegen eines Verstoßes gegen Schweizer Recht vor Gericht stellt. Und Sie wissen ganz genau, dass über Asyl nicht im Kanzleramt und von der Bundesregierung, sondern nach einem klaren Verfahren und letzten Endes vor Gericht entschieden wird. Ja. Sie wissen genau, dass die Frage, wie das ausgeht und die Frage, ob das Auslieferungsübereinkommen mit den Amerikanern am Ende dazu führt, dass er hier bleiben kann oder dass er zurückgehen muss nach USA. Das können wir nicht ex cathedra hier beantworten. Und deshalb sage ich, dass es richtig ist, alle diese Fragen sachlich zu beantworten. Und dann muss der Ausschuss entscheiden, wie er zu seinen Erkenntnissen kommt. Im Übrigen stimmt es nicht, dass der Zeuge immer und überall vor Gericht zu erscheinen hat. Es gibt auch Fälle in der Zivil- und Strafprozessordnung, wo das nicht notwendig ist und anders geregelt wird. Ja, wenn es gegen die Mafia geht. Aber ich glaube, dass bei Edward Snowden, mir gefällt ehrlich gesagt der Martin-Luther-Vergleich, das finde ich ganz lustig, dass Sie den bringen. Ich persönlich sage nicht, er ist ein Held. Ich finde es immer schwierig, dass Menschen überhaupt Helden sein sollen. Ich finde es mutig, was er getan hat. Und ob er dafür noch ins Gefängnis geht und irgendwann mal dasteht wie Martin Luther King, werden wir sehen. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Aber Herr Kornblum, eins müssen Sie mir beantworten und vielleicht auch Herr Altmaier. Wir wissen ja Dinge durch Edward Snowden. Das hat dazu geführt, dass in den USA eine Gesetzesinitiative angeschoben wurde, der Freedom Act, der eben die Auswüchse der amerikanischen Geheimdienste bekämpfen soll. Und Frau Merkel weiß von ihrem abgehörten Handy
auch nur von diesem Skandal weiß sie nur durch Edward Snowden. Also offensichtlich brechen auch Geheimdienste das Recht. Wo ist denn da Ihre Empörung diesbezüglich? Die Geheimdienste sind zur Rechenschaft gezogen worden. Deshalb gibt es neue Gesetze. Sie können sicher sein, dass innerhalb des Dienstes, innerhalb der Regierung ganz schön viele harte Gespräche geführt worden sind. Aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Und dennoch die Frage, vielleicht können wir so dann auch das Kapitel Edward Snowden abschließen, weil es ist hier sicherlich auch nicht eine einheitliche Meinung herzustellen. Es gab vor dem Untersuchungsausschuss eine Anhörung des ehemaligen technischen Direktors der NSA, William Binney, und der prangerte die Datenüberwachung seines Ex-Arbeitgebers vehement an. Niemand in Deutschland sei davor geschützt, sagte er. Das ist wirklich ein totalitärer Ansatz, den man bislang nur bei Diktatoren gesehen hat. Ziel sei die Kontrolle der Menschen. Sie wollen Informationen über alles haben. Er schied 2001 aus dem Dienst aus, ist angehört worden vor dem Untersuchungsausschuss. Herr Altmaier, was veranlasst Sie immer noch zu sagen, mit einer solchen Quelle und anderen Quellen, dass wir nur vermuten und dass wir nicht wissen und dass es diese übergreifende Ausspionierung gibt? Es gibt Dinge, die wir wissen, zum Beispiel, dass der BND-Spion tatsächlich Dokumente, etwa 218 Stück, an eine fremde Macht, und wir haben alle eine Vorstellung an welche, weitergegeben hat, und das ist strafbar. Wir wissen auch andere Dinge und denen gehen wir nach, aber es gibt genauso, und das, da bitte ich auch, dass wir da präzise sind. Es gibt keine Hinweise und keine Beweise dafür, dass Telekommunikationsverkehr in Deutschland massenhaft überwacht wird. Was wir haben allerdings ist, dass viele Telekommunikationsverkehre über internationale Satelliten geleitet werden, die in den USA sich befinden, Computerknotenpunkte, die in den USA sich befinden, und dass es dann unter Umständen möglich ist, dass dort auch Kommunikation von Deutschen oder Europäern mit erfasst wird. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel darüber nachdenken, europäischen E-Mail-Verkehr nur noch durch Europa zu routen, damit der Zugriff darauf nicht möglich ist. Das heißt, wir arbeiten daran, die Bürgerinnen und Bürger aber zu schützen. Aber Herr Altmaier, ehrlich gesagt, es gibt auch gerade, wir folgen Ihnen aufmerksam, es gibt gerade noch einen weiteren aktuellen Fall. Wir hatten die Zusicherung von Barack Obama, dass es nicht anlasslos angezapfte E-Mails geben wird hier in Deutschland, dass man das nur zur Terrorabwehr tun würde in diesem Land, in Deutschland. Aber es gibt einen namentlich bekannten Ausspionierten. Hier ist er. Was Überwachung bedeutet, erfuhr ein Informatikstudent aus Erlangen ganz persönlich. Der 27-jährige Sebastian Hahn betreibt einen Server für das Netzwerk Tor. Damit können Internetnutzer ihre Daten verschlüsseln, sich also unbeobachtet im Netz bewegen. So wurde er für den amerikanischen Geheimdienst verdächtig und überwacht. Nach Angela Merkel ist Hahn das zweite Opfer der NSA, das namentlich bekannt wurde. Das ist ein Rieseneingriff in meine Privatsphäre, dass alle Verbindungen, die ich mit einem Server, den ich selber betreibe, in Deutschland mitgeschnitten werden von einem ausländischen Geheimdienst. Frau Domscheit-Berg, Sie kennen die Internetszene gut. Ist das ein Einzelfall, glauben Sie? Das ist ganz bestimmt kein Einzelfall. Aber was ich gerade so schizophren finde, ist der Umstand, dass die amerikanischen Geheimdienste die Software Tor oder das Programm ja sogar unterstützen. Weil sie sagen, dass es viele Länder auf der Welt gibt, wo sich oppositionelle Kräfte nur unter dem Schutz einer solchen quasi Tarnkappe im Internet frei und sicher bewegen können. Mhm. Gleichzeitig findet sich aber in der Software von X-Keyscore, da hat man den Source Code über Snowden bekannt geworden, einem ja genauer angeguckt, eines dieser Überwachungsprogramme, da findet sich in einem Kommentar der Hinweis, dass diejenigen, die Tor benutzen, Extremisten sind. Es werden also diejenigen, die Verschlüsselungen benutzen, gleichgesetzt mit gefährlichen Attentätern, mit Terroristen. Da hören wir wieder also diese klassische Angstrhetorik heraus. Wir tun das ja alles nur wegen dem Terrorismus und so weiter. Das ist längst ad absurdum geführt. Von diesen 50 verhinderten Terroranschlägen ist kein einziger übrig geblieben. Es gibt dafür keine stichhaltigen Beweise, keinen einzigen. Und wir sehen an diesem einen Fall, dass ganz normale Menschen, die versuchen, ihre Privatsphäre irgendwie auch in die digitale Welt hinein zu retten, dass die unter Generalverdacht stehen. Herr Kornblum, ganz praktische Frage. Wird dieser junge Mann in seinem Leben noch mal in die USA einreisen können? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts von dem Fall. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Mhm. Natürlich wird er in die USA reisen können. Nehme ich an. Ich weiß nicht, was er getan hat. Aber die Frage ist nicht das. Diese Diskussion ist interessant.
aber hat sehr wenig mit der Realität zu tun. Sie hat was damit zu tun, wer die Geheimdienste kontrolliert und ob es überhaupt in unserer Möglichkeit liegt, sie zu kontrollieren. Genau das. Und Empörung wird keine Fortschritte bringen. Okay. Und das, was mich seit Jahrzehnten in Deutschland stört, ich könnte Ihnen 8 oder 10 Fälle von Empörung aufstellen. Ja. Irgendwann, wenn das was gibt, und vor allem seitens der Vereinigten Staaten. Ich habe so gut wie gar keine Empörung gegenüber Russland gehört, in diesem Land zum Beispiel. Das stimmt. Wir haben eine fast eine organische Beziehung zu Deutschland. Und Deutschland betrachtet uns fast als seine Innenpolitik. Mhm. Und das ist in Ordnung. Das zeigt, dass wir enge Beziehungen haben. Aber wenn das so ist, dann muss man auch ein bisschen versuchen, die amerikanische Innenpolitik zu verstehen. Und zweitens muss wissen, wie man Methoden hat, um die amerikanische Innenpolitik zu beeinflussen. Was mich stört, nur ein Satz noch, was mich stört mindestens seit Ende der 90er Jahren, ist, dass die Art von Debatte und Diskussion, die wir vorher hatten, nicht mehr stattfindet. Und es ist Schuld der Amerikaner und Schuld der Deutschen. Aber statt sich zu empören, ich würde sehr gern empfehlen, dass man versucht, ein bisschen die Vereinigten Staaten besser zu verstehen, nicht wegen Freundschaft, so dass man diese Gesellschaft besser beeinflussen kann. Genau dieser Frage gehen wir nach. Übertreiben wir es mit unserer Sorge gegenüber den Amerikanern? Sind wir hysterisch geworden? Sind wir übertrieben furchtsam? Oder hat sich wirklich etwas an der Qualität der Zusammenarbeit und dieser Partnerschaft verändert? Das wollen wir einen Geheimdienstexperten fragen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern Erich Schmidt-Ebenbohm. Herr Schmidt-Ebenbohm, Sie haben sich seit vielen Jahren mit den besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika befasst, auch natürlich in den letzten 60 Jahren. Es gab auch die Zeiten des Blocks, wo wir der Sowjetunion gegenüberstanden, wo der Westen ihr gegenüberstand. Hat es auch da diese Formen von Spionage gegen Freunden, von digitaler Überwachung noch nicht, aber von Überwachung gegeben? In deutlichem Umfang. Ich teile die Einschätzung oder die Blauäugigkeit von Herrn Telschik nicht. Wir hatten nicht 60 Jahre einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, sondern alle Geheimdienstakten weisen aus, dass es eine massive Spionage der CIA gegen den Bundesnachrichtendienst, gegen den Verfassungsschutz immer gegeben hat, allerdings mit eigenen Agenten und mit elektronischen Mitteln. Die Platzierung eines Maulwurfs in einen Partnerdienst war bisher ein Tabu unter Partnerdiensten, unter befreundeten Diensten, und dann die Amerikaner eine neue Grenze überschritten. Der BND ist nur aufgeflogen, weil man vermutete, dass er eigentlich für die Russen spioniert. Hätten die Amerikaner nicht eigentlich die deutschen Partner auf diese Sicherheitslücke aufmerksam machen müssen, auf diesen Doppelspion? Also wir kennen parallele Fälle, wo sich ein BND-Mitarbeiter an den polnischen Nachrichtendienst gewandt hat. Ja. Die Polen haben gesagt, wir wollen ein guter NATO-Partner sein. Wir melden dem BND, dass er einen solchen Überläufer zu unserem Dienst hat. Und man sollte von einem wirklich vertrauensvollen nachrichtendienstlichen Verhältnis erwarten, dass die Amerikaner auch in diesem Fall gesagt hätten, da ist der Herr, der sich uns angeboten hat. Wie groß sind in Ihren Augen, um auch das noch mal zu verstehen, dann eigentlich die Sicherheitslücken in unseren Diensten überhaupt? Wie konnte es also geschehen, dass da ein 31-jähriger Mitarbeiter, offensichtlich dritte Reihe, 218 Dokumente mit nach Hause nimmt, zu Hause scannt und dann auf einen USB-Stick packt? Zeigt das Naivität oder Unprofessionalität, oder wie würden Sie dazu sagen? Also das ist ein deutlicher Mangel in der Eigensicherung des Bundesnachrichtendienstes. Eigensicherung. Okay. Wir haben ja erlebt, dass die MFS-Spione Frau Gast und Herr Spuler über Jahrzehnte in ihren Hand- und Sporttaschen BND-Dokumente aus Pullach mit nach draußen genommen haben. Daraus hätte der BND lernen müssen und ein intelligenteres Kontrollsystem aufbauen. Wenn Sie sich die Nachrichtenlage der jetzigen Zeit anschauen, glauben Sie, dass, was wir hören, nur die Spitze eines Eisberges ist? Wird es weitere Enthüllungen geben? Wird es weitere enttarnte Spione geben in den Diensten oder in anderen Ministerien? Was vermuten Sie? Wenn die Abwehrarbeit des Verfassungsschutzes gut ist, dann werden wir weitere Enthüllungen haben. Mit diesem mutmaßlichen Spion im Verteidigungsministerium haben wir nämlich eigentlich den Klassiker. Die CIA hat über Jahre hinweg immer Quellen im Staats- und Regierungsapparat der Bundesrepublik Deutschland gehabt, in den frühen Jahren nachweislich im Kanzleramt, im Verteidigungsministerium, im Wirtschaftsministerium. Das ist nachrichtendienstlicher Kernauftrag für die CIA, denn bei allem Vertrauen in die deutsche Politik gibt es nachrichtendienstlich immer die Denke, dass Kontrolle
und Durchspionage noch viel sinnvoller ist. Was glauben Sie, sollte die deutsche Regierung jetzt schlauerweise tun? Es wird ja darüber diskutiert, dass wir jetzt gegenspionieren, also dass unsere Spionageabwehr dann irgendwie mal aufwacht und wir sozusagen einen Gegeneinsatz erfinden. Ist das realistisch? Hätten wir überhaupt die Mittel dafür? Also Spionageabwehr kann man machen mit mehreren Mitteln. Wenn ich sehe, dass die E-Mails der russischen Botschaft aufgefallen sind, dann muss man sich fragen, kann man nicht mit geringem Kostenaufwand auch den offenen Verkehr der amerikanischen oder britischen Botschaft anschauen? Schwierig wird schon bei Observationshandlungen, damit zu begrenzte Kapazitäten. Aber dieser Vorschlag, dass der BND jetzt in den Vereinigten Staaten Gegenspionage betreibt, den halte ich geradezu für absurd. Der BND ist viel zu löcherig, zu durchsichtig für die amerikanischen Dienste. Das kann gar nicht gelingen. Die amerikanische Spionageabwehr, insbesondere das FBI, ist glänzend. Und der BND würde nie dieses Risiko fahren, die Partnerdienstbeziehungen derart zu belasten, weil er in vielen Staaten der Erde auf die Kooperation oder mindestens das Wohlwollen der CIA angewiesen ist. Sie haben es noch mal betont, der BND ist ein langer und verlässlicher Partner der Dienste in den Vereinigten Staaten. Was von all dem, was wir momentan besprechen und seit gut einem Jahr besprechen, muss der BND eigentlich gewusst haben? Also der Bundesnachrichtendienst hat im Sommer 1990 eine Studie verfasst, die fragte, was machen die amerikanischen Dienste am Ende des Kalten Krieges? Aha. Die Antwort war laut und eindeutig, die machen Wirtschaftsspionage auch gegenüber Verbündeten. Und die widmen der NSA einen längeren Abschnitt, wo drin steht, dass sie unter dem Deckmantel der Beobachtung von Proliferation, organisierter Kriminalität und dergleichen das ganz legale Geschäftsgebaren deutscher Großunternehmen ausforschen werden. Und wir haben viele Belege dafür in WikiLeaks-Dokumenten, dass sie das bis in die letzten Jahre hinein getan haben. Dass Sie es also gewusst haben und wenn Sie heute sagen, dass Sie von der massenhaften Überwachung auf deutschem Boden nichts gewusst haben, lügen Sie also? Sie haben einen politischen Maulkorb. Natürlich weiß ein Bundesnachrichtendienst, weiß ein Verfassungsschutz, wie die technischen Kapazitäten der Amerikaner aussehen. Die kennen die Programme, die wissen um die Haushaltsmittel und die Ansätze, die kennen die Aufklärungsprioritäten der USA. Und insofern sind sie nicht so schlecht, wie sie immer schlecht geredet werden, sondern sie müssen ihr Licht aus bündnispolitischen Rücksichten unter den Scheffel stellen. Herr Schmidt-Ehnbohm, gut, dass wir Sie heute bei uns haben. Kommen Sie bitte mit in die Runde. Und die nächste. Der naheliegende Frage geht an den Kanzleramtsminister. Herr Altmaier, konzidieren wir das, was wir gerade gehört haben? Müsste jetzt bei Ihnen im Kanzleramt, da laufen nämlich all die Fäden der verschiedenen Dienste zusammen, nicht sowas wie eine Generalsanierung passieren? Wir sind ja schon dabei. Wir haben seit dem Bekanntwerden dieser Affäre auch Konsequenzen gezogen. Wir ziehen weiter Konsequenzen. Das ist ganz selbstverständlich. Im Übrigen glaube ich allerdings, dass es auch eine politische Debatte braucht, weil die Nachrichtendienste in aller Welt aus meiner Sicht nicht richtig verstanden haben, dass wir im Zeitalter des Internets leben. Da können sie mehr sammeln, aber es kommt auch alles raus. Und der Umstand, dass Herr Snowden imstande war, einen großen Teil von Dingen, die in den USA top secret waren, an Zeitungen und Journalisten weiterzugeben, führt eben dazu, dass das positive Image der Vereinigten Staaten, was ja zu Recht über viele Jahrzehnte bestand, beschädigt worden ist. Und heute kann man, egal welchen Verdacht man äußert, damit Applaus und Unterstützung finden, weil viele Menschen heute sagen, wir glauben nicht, dass die USA unsere Unversehrtheit und unsere informationelle Unversehrtheit garantieren und respektieren. So, das ist in der Politik ein viel größerer Schaden als das, was sie gewinnen können, wenn sie irgendwo E-Mails durchforsten oder Akten des BND abgreifen. Diese Diskussion möchte ich gerne öffentlich führen. Man muss nicht alles sammeln, was man sammeln kann. Und manchmal ist weniger mehr. Und wenn der Eindruck entsteht, dass befreundete Länder sich gegenseitig ausspionieren, dann ist das politisch ein Schaden für beide Länder. Und das haben wir in diesem Fall gesehen. Herr Altmaier, jetzt waren wir gerade bei den deutschen Diensten. Und ich wollte gerne wissen, ob Sie sich von denen eigentlich auch in diesem letzten Jahr wenigstens schlecht informiert gefühlt haben. Ich habe auf meine Fragen Antworten bekommen. Das ist schon mal allerdings gut. Ist es so, dass auch die deutschen Dienste nicht alles wissen, was in Deutschland geschieht, weil sie an Recht und Gesetz gebunden sind. Trotzdem werden Sie vielleicht feststellen, dass wir in den letzten Monaten ja doch einige bemerkenswerte Erfolge erzielt haben. Das sind diese beiden Fälle, über die wir diskutieren. Das ist einiges andere und das zeigt,
dass wir in Deutschland eine funktionierende Justiz haben, eine funktionierende Polizei haben und dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, das diese Aufgabe hat, der militärische Abschirmdienst, ihre Aufgabe machen, und zwar ohne jede Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Ihr Auftrag ist, das deutsche Recht zu schützen. Okay, Frau Domscheit-Berg, die Runde ist offen. Wenn wir das über auch die Sicherheit unserer Dienste wissen und auch die Informationspolitik unserer Dienste wissen, Sie fordern mit den Piraten eine Abschaffung der Geheimdienste, weil Sie der festen Überzeugung sind, lieber gar keine Schlapphüte mehr als die, die wir haben? Oder wie begründen Sie das? Ich glaube, dass Geheimdienste in eine Demokratie nicht reingehören, denn sie leben von totalitären Methoden und totalitäre Methoden gehören nicht in eine Demokratie. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht in konkreten Fällen Ermittlungen professionell und effektiv unternimmt. So hätte man zum Beispiel das Boston-Attentat und 9/11 verhindern können. Hätte man einfach ganz normale polizeiliche Ermittlungsarbeit professionell getan, hat man leider nicht. Weil man jetzt glaubt, dass man mit Massenüberwachung so ein Problem lösen kann. Kann man nachweislich aber nicht. Und das Grundproblem ist eben nicht da drüben die NSA oder der CIA in den USA, wo wir leider wenig machen können. Die sind an allem schuld. Sondern es gibt ein Grundproblem, das haben Sie richtig angedeutet, gerade mit Geheimdiensten. Überall sind in der digitalen Gesellschaft Geheimdienste völlig außer Kontrolle geraten. Und dazu gehören auch die deutschen Geheimdienste. Es gibt keine effektive parlamentarische Kontrolle. Es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium, das hat im Moment 9 Mitglieder. 8 davon gehören der Regierungskoalition an. Es gibt keine unabhängigen Menschen, die darin sitzen. Es sitzt nicht ein Richter drin, der sich mit Verfassungsrecht gut auskennt und nicht einer bestimmten Regierung verpflichtet ist. Es sitzt niemand drin, der die Zivilgesellschaft vertritt. Ich würde mich besser fühlen, wenn jemand von Transparency International drin sitzen würde. Dieses Gremium hat die Befugnisse, die es hatte, nicht einmal ausgenutzt. Praktisch kein einziges Mal. Sie mussten auch zugeben, jetzt in diesem ganzen Prozess, dass sie nicht informiert worden sind von den deutschen Geheimdiensten. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass sich der BND im Moment so benimmt, als wäre die NSA eine Blaupause, die so toll ist, dass man sie nachmachen muss. Der BND hat gerade 300 Millionen Euro bewilligt bekommen. Das muss mir mal gerne Herr Altmaier erklären, warum das überhaupt möglich war. Das Kanzleramt ist ja oberster Chef der Geheimdienste. 300 Millionen Euro für die Analyse von sozialen Medien in Echtzeit. Sozialen Netzwerken. Das ist genau das, was wir an der NSA kritisieren. Und jetzt kriegt der BND dafür 300 Millionen Euro. Das ist einfach nicht in Ordnung. Herr Teltschik, nochmal die Frage an Sie. Denn es ist ja richtig, dass Dienste nicht in einem luftleeren Raum agieren, sondern sie werden politisch wenigstens durch die Regierung kontrolliert, respektive halten sie über bestimmte Vorgänge natürlich in Kenntnis. Dass es einen solchen politischen Maulkorb gegeben hat für das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch für den BND, glauben Sie, ist auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit jetzt für die Regierung wirklich ein Problem? Also, erstens... Ich habe 8 Jahre lang die Chefs vom BND erlebt. Mhm. Und vom Verfassungsschutz, wir haben ja jeden Dienstagmittag eine Sicherheitslage im Bundeskanzleramt, die ist ja heute noch da. Und grundsätzlich wurde berichtet, wie eng und erfolgreich und gut die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Partnern ist. Also von daher hat es nie Probleme gegeben. Wir haben unsere Vertreter in der deutschen Botschaft in Washington, die sehr eng, sehr positiv mit den Diensten zusammengearbeitet haben. Aber in welcher Form? Und auch in einer gleichberechtigten Form? Austausch von Informationen. Mhm. Ja, wir haben Informationen weitergegeben, die für unsere amerikanischen Freunde wichtig waren. Umgekehrt haben wir Informationen bekommen. Was ich fragen wollte, ich kann es noch mal ein bisschen besser formulieren. Wenn die deutsche Regierung jetzt nachweisbar für die deutschen Bürger so tut, als würde sie mit jeder Enthüllung aus den Wolken fallen, ist das eine berechtigte Empörung oder ist sie ein bisschen scheinheilig? Ich halte diese ganze Diskussion für marginal und scheinheilig, denn keine Regierung wird die Dienste abschaffen. Das ist eine absolute Illusion. Und ich halte auch die Diskussion über Snowden für uninteressant, weil die Entscheidung ist gefallen. Er wird nicht eingeladen in die Bundesrepublik. Da können wir uns jetzt stundenlang empören und aufregen. Es gibt gewisse Fakten, die zu akzeptieren sind. Für mich ist das Grundsatzproblem generell,
Wir müssen davon ausgehen, dass massenweise abgehört werden kann, weil die Technologie vorhanden ist. Darüber ist in den USA selbst diskutiert worden. Das wird jetzt bei uns diskutiert. Klar. Unsere Frage ist nur. Da gibt es ja noch andere. Ja, die Frage ist ja nur: Tun wir etwas dagegen oder finden wir das eigentlich klasse? Und es gibt für diese Frage interessante Aussagen von zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein können. In einem sind sich sogar Ex-NSA-Chef Michael Hayden und der NSA-Kritiker und Whistleblower Edward Snowden vollkommen einig. NSA und BND haben engstens zusammengearbeitet, seit Jahren. Ich würde die Beziehung als eng bezeichnen. In einem schriftlichen Interview habe ich es so ausgedrückt, dass der deutsche und der amerikanische Geheimdienst miteinander ins Bett gehen. Ich sage das, weil sie nicht nur Informationen tauschen, sondern sogar Instrumente und Infrastruktur teilen. Sie arbeiten gegen gemeinsame Zielpersonen und darin liegt eine große Gefahr. Herr Kornblum, gleich die Frage darin. Ist er dann also nicht eigentlich doch ein ziemlich glaubwürdiger Zeuge? Ja, natürlich. Aber einen Punkt möchte ich machen. Ja? Nicht Snowden, ich meine Hayden, meinen Sie? Ach so, nee, ich meinte natürlich Herrn Snowden. Nein, Hayden hat was Ähnliches gesagt. Nein, er sagt, was er will. Ich will nur einen Punkt sagen. Wir dürfen nicht vergessen, die BND ist von den Vereinigten Staaten gegründet worden. Mhm. Haben wir nicht vergessen? Wir haben die, ja doch, Ihre Experte da hat es vergessen. Ich bin alt genug, dass ich hier war und habe selber gesehen, die Demonstration gegen die Notstandsgesetze, wo die Vereinigten Staaten alle diese Arbeiten für Deutschland bis Ende der 60er Jahre errichtet haben. Und die jungen Leute, die damals demonstriert haben, waren gegen eine Übernahme durch Deutschland, weil sie meinten, die Amerikaner kann man mehr vertrauen. Mhm. Also das wird jetzt hier ein bisschen in einer Wolke diskutiert, als ob der. Nein, es ist überhaupt keine Wolke. Die Frage ist, wie gehen wir heute damit um? Und ist der deutsche Bundesnachrichtendienst gut beraten, es genauso gern so machen zu wollen wie die Amerikaner und es eigentlich total gut zu finden? Fühlen Sie sich gut informiert im Untersuchungsausschuss, ist natürlich die Frage an den Obmann der Grünen, wenn da der Chef des BND und des Verfassungsschutzes auftreten. Haben die die Situation im Griff? Naja, also eins einmal attestiert, das ist natürlich, es schwingt eine gewisse Scheinheiligkeit in der Diskussion mit. Das ist übrigens eine unserer Arbeitshypothesen und deswegen ist natürlich die Empörung der Bundesregierung auch, naja, zumindest ein bisschen bigott, weil diese Instrumente, die wir so empörend finden bei der NSA, eben auch von deutschen Diensten teilweise eingesetzt werden. Und wir gehen ja in dem Untersuchungsausschuss der These des Ringtausches nach. Das bedeutet, dass eben die Geheimdienste jeweils in anderen Ländern sehr strukturiert die verfassungsrechtlich verbrieften Rechte brechen. Weil sie es dürfen im Ausland. Und dann rastert man diese Daten und tauscht die allwöchentlich. Und dann, wenn das tatsächlich der Fall wäre, würde der BND moralisch natürlich überhaupt nicht integrer agieren als die NSA. Er würde das in Afghanistan machen, was die Amerikaner hier in Europa machen. Nur rechtsstaatlich ist das halt alles nicht. Mhm. Ja, und das ist eben die entscheidende Frage. Und da wünsche ich mir doch von der Bundesregierung irgendwie eine klarere Ansage. Wir leben ja in der Demokratie, Gott sei Dank, und haben die Möglichkeit, uns selbst zu korrigieren. In den USA, ist ja völlig zu Recht angesprochen worden, hat es schon mal Missstände gegeben bei den Geheimdiensten. Und dann gab es die Church Committee, da sind übrigens alle Zeugen gehört worden, da musste keiner in Russland bleiben. Und dann hat man es korrigiert. Und genau an der Stelle stehen wir auch. Wir haben etwas erfahren, was wir übrigens durch die Geheimdienstkontrolle nicht erfahren haben. Wir mussten es uns von Edward Snowden erzählen lassen. Und jetzt müssen wir uns korrigieren in dem, was amerikanische Dienste, aber eben auch deutsche Dienste tun. Herr Schmidt-Edenbohm, ganz klare Frage. Gibt es überhaupt die Möglichkeit dazu, das grundsätzlich nochmal neu zu schreiben und unsere Zusammenarbeit nochmal neu zu schreiben? Und ist in Bezug auch auf den Verfassungsschutz, der ja zuständig ist für die Spionageabwehr, wiederum auch vorstellbar, dass es in Deutschland niemanden gab, der wusste, dass das Handy der Bundeskanzlerin abgehört wird? Wie sehr können wir wirklich diesen Zusicherungen trauen, dass das alles irgendwie für uns unbekannte Dörfer waren? Also das Handy abhören, würde ich mal sagen, das konnte der Verfassungsschutz nicht direkt wissen. Aber wir erleben insgesamt eine große Scheinheiligkeit. Ich will das mal in einem Beispiel deutlich machen. Als Peer Steinbrück amtierender Wirtschaftsminister war, war er in Hamburg, wurde angelaufen von einem Staatssekretär aus dem amerikanischen Staatsministerium und er sagte ihm, Herr Steinbrück, unsere amerikanischen Nachrichtendienste haben festgestellt, dass sich die Deutsche Bank
und andere Banken aus dem Iran-Geschäft zurückgezogen haben. Reingesprungen ist dafür die Deutsche Genossenschaftszentralbank. Damit weiß ein amtierender Bundeswirtschaftsminister, dass die amerikanischen Nachrichtendienste das Geschäftsgebaren der deutschen Banken ausspähen. Und er hat sich politisch nicht dagegen gewehrt und in dieser ganzen Debatte auch merkwürdig zurückgehalten. Mhm. Nochmal zu der Frage, ist es möglich, das tatsächlich zu korrigieren und eine andere Form der Zusammenarbeit zu suchen? Oder erscheint Ihnen das illusorisch? Also Herr Schindler hat angedeutet, dass man sich aus der amerikanischen Abhängigkeit ein Stück weit befreien sollte. Das ist die Möglichkeit, enger mit Partnern wie Frankreich zusammenzuarbeiten, statt mit den Amerikanern, weil wir erleben beim BND ja seit Jahren eine Schaukelpolitik. Ein Satellit wird mit den Franzosen konfiguriert, das nächste Projekt ist dann wieder mit den Amerikanern. Wenn man eine nachrichtendienstliche Auslandsaufklärung will und nicht gleichzeitig von den Amerikanern ausspioniert werden will, dann muss man auf europäischem Sektor was tun. Mhm. Herr Altmaier, wäre das, weil wir über Scheinheiligkeit, ja? Frage, wäre das die Lösung, darüber nachzudenken, dass wir uns in Europa mehr miteinander verbinden? Die Amerikaner nennen ja gute Gründe für ihr Misstrauen. Die sagen, wir machen mit Russland Geschäfte, wir machen mit Arabien Geschäfte, wir haben irgendwie bei Libyen nicht zugestimmt, wir waren beim Irak nicht mit dabei. Sie nennen ja Gründe dafür, dass sie uns gegenüber misstrauisch sind. Also erst einmal, ich bin sehr dafür, dass wir die europäische Zusammenarbeit verstärken. Die Europäische Union ist auch eine Wertegemeinschaft und deshalb müssen wir zusammenarbeiten. Aber der Bundesnachrichtendienst arbeitet selbstverständlich und der Verfassungsschutz auch mit den amerikanischen Nachrichtendiensten zusammen und mit ganz vielen anderen Nachrichtendiensten auch auf dieser Welt. Weil wir nur so den Schutzauftrag gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern erfüllen können. Und was eben gesagt worden ist zu Afghanistan, finde ich ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich problematisch, weil in Afghanistan einige tausend deutsche Soldaten jeden Tag der Gefahr von Anschlägen ausgesetzt sind. Die verteidigen dort am Hindukusch unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Und dafür haben wir Nachrichtendienste wie den BND, der mit anderen Nachrichtendiensten anderer Länder in Afghanistan dafür arbeitet, dass diese Soldaten ihren Dienst tun können. Das muss man sagen und das ist kein Verbrechen. Entscheidend ist, dass die deutschen Nachrichtendienste das deutsche Recht respektieren und darauf bestehen wir und das setzen wir durch. Gut, die Frage ist jetzt nochmal. Wie wollen wir das in der Zukunft kontrollieren? Wird Herr Kornblum recht haben und sagen, da geht alle Jahre eine Aufregungswelle durch Deutschland und am Ende sind wir doch weiter Freunde und ist eigentlich alles prima und wir machen alles so weiter wie bisher? Ich glaube, es gibt Handlungsbedarf. Oder wie sehen Ihre Konsequenzen aus? Ich glaube, es gibt einen politischen Handlungsbedarf und darüber waren sich ja die Bundeskanzlerin und Präsident Obama einig, dass wir diese Frage nicht auf der Ebene der Nachrichtendienste lösen können, sondern dass sie politisch angesprochen und politisch gelöst werden muss. Ansonsten wird ein Flurschaden entstehen, den niemand wünschen kann und der niemandem nützt. Und deshalb müssen wir auch darüber reden, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Das tun wir aber nicht nur hier bei Ihnen in Ihrer wunderschönen Sendung, sondern das tun wir mit denen, die es betrifft. Allerdings auch mit allem Nachdruck, denn wir sind davon überzeugt, dass auch der ein oder andere, der ein bisschen weiter weg über den Atlantik wohnt, vielleicht nicht das so eingeschätzt hat, wie es in Deutschland angekommen ist. Und deshalb führen wir diese Diskussion politisch. Und ich bin mir ganz sicher, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis dann stabilisiert wird, wenn wir zufriedenstellende Antworten haben auf die Probleme, die uns beschäftigen. Frau Domscheit-Berg, nun melden jetzt die Agenturen, dass der oberste Chef der CIA hier in Deutschland das Land offenbar verlassen hat. Ist jetzt in Ihren Augen damit auch erstmal das Gröbste geschehen oder was müsste... Nein, ich finde viel wichtiger, dass ein Mensch reinkommt, nämlich Edward Snowden, und nicht ein Mensch rausgeht. Und ich halte Empörung für noch bei weitem nicht genug. Und ich hoffe, dass am 30. August zur Freiheit statt Angst-Demo hier in Berlin hunderttausende Menschen zeigen werden, dass sie diese Art von Politik nicht okay finden. Mhm. Wann denken Sie, wird es das nächste Telefonat geben zwischen Angela Merkel und Barack Obama mit einem anderen Inhalt? Keine Ahnung. Bestimmt sehr bald. Mhm. Die reden sehr viel miteinander. Ja? Okay. Wir müssen an der Stelle Schluss machen. Da ist ein anderer Kollege in der Spur, der heißt Markus Lanz und empfängt seine anderen Gäste. Wir haben diese Sendung hier heute aufgezeichnet. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder um 22.15 Uhr, wenn Sie mögen. Und ich darf mich bei Ihnen allen sehr herzlich für die Debatte bedanken. Bleiben Sie heiter irgendwie. Tschüss.